It's early in the morning, way before dawn. I down a cup of coffee, put my lucky hat on. Get down to the water before all the crowds. Gonna have more fun than the law allows. With my hot rod, I go out to cruise. When I'm on the prowl, I never lose. I fire my Merc and put the throttle down, 'cause I've got the fastest fishing boat in town. I open up my tackle box, it's so big. Crank bait, stick bait, beer and jigs. Got my bobbers on and my 10-pound test. Gonna catch me a lucker, gonna be the best. Gonna go fishing. Gonna have some fun. Gonna go fishing. 'Cause it's number one. Gonna go fishing. Gonna sit on my butt and scrape out its guts. Fishing. I fish on the lake by the sunken tree stump, between the sewage output and the chemical dump. Don't swim in the lake, says a sign on a tree. It's a good thing that fish can't read. I got my $10 lure, the one that floats, and I make a big cast from my 20 grand boat. With my $1,000 rod, or maybe it's more, gonna catch me a fish that's $5 at the store. Gonna have some fun. Gonna go fishing. 'Cause it's number one. Gonna go fishing. Gonna sit on my butt. Gonna catch a fish. And scrape out its guts. Fishing. I feel something tugging on the end of my line. Tug, 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 tug that line. I'm gonna catch a fish. It's going to be so fine. Fish, 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 fish so fine. Oh, it feels so good to touch fish slime. Slime, 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 slime. There's nothing else to do with my free time. Time, 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 waste of time. Fish, 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 eat a fish, 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 swallow a fish, 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 digest a fish, 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 out comes a fish, 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 it was a fish, 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 fish,
der auf meinem Schoß sitzt. Süß, oder? Onidius ist auch dabei. Dann gehen wir mal direkt an den Ort des Geschehens. Ich habe mich nämlich schon vorbereitet. Uno momento. Bam! Und da sind wir auch schon. Willkommen bei einem weiteren legendären Angelstream. Wir müssen Pengu waschen, weil der stinkt. Das haben wir gestern nicht vergessen. Heute stinkt er besonders doll. Und Pengu hat uns natürlich lieb. Weil ich ein kleiner Moody bin, trinke ich gerade einen wunderbaren Energie, damit ich auch schön wach werde. Wie geht's, wie steht's, meine Freunde? Wie war deine Arbeit gestern, Aki? Du hattest ja 2 Wochen frei. Hast du schöne Dinge erlebt? Hast du ein Abenteuer erlebt? Ist der gute Darius gar nicht da? Okay, cool. Also hast du kein Abenteuer erlebt, oder was? Darius hat mich gestern mitten in der Nacht angeschrieben, dass die Kolben nicht funktionieren im Minecraft-Server. Und tatsächlich war ich eben auf dem Minecraft-Server und die Kolben haben tatsächlich nicht funktioniert und ich weiß nicht, woran das liegen kann. Fangen wir mal mit dem guten Song hier an. Moment mal kurz. Fangen wir mal mit Can I Call You Tonight an, damit wir hier auch ein bisschen wach werden. Das geht ja so nicht hier. So. Hallo, alle meine Zuschauer. Ich sehe, Darius ist da, aber er hat gar keinen Bock, mit mir zu schreiben. Oh mein Gott. Darius, red mit mir, bitte. Bitte, Darius. Frech, oder? Ja. Der ist bestimmt noch hart scheißen oder so. Sind die kleinen Noobies nicht immer süß, die hier questen? Es gibt echt viele Noobies, die hier gerade questen. Wichtig und richtig, genau. Hallo, Herr Darius. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Hast du heute viel erlebt? Hattest du denn heute ein Abenteuer? Oder hast du dich nicht in World of Warcraft eingeloggt? Ja, bei dem Song wird man doch direkt ein bisschen wacher, oder? Oh mein Gott, eine Schlafparalyse. Ich glaube, das hatte ich. Also ich hatte mal sowas in der Art. Aber ich weiß nicht, ob es eine Schlafparalyse war. Ich bin halt aufgestanden. Ich war wach. Aber ich konnte mich nicht bewegen. Und was am allerschlimmsten war, ich konnte nicht atmen. Und dann lag ich halt da und hab versucht halt zu atmen und so, das ging aber nicht. Und dann hab ich versucht so Aki zu schreien, so Aki, Aki, Aki. Aber es kam halt nicht, ich konnte nichts tun. Ich war einfach tot. Ich war ein lebendiger Toter. Aber nach ein paar Sekunden war das zum Glück vorbei. Oder vielleicht auch ein paar mehr Sekunden, es hat sich angefühlt wie Ewigkeit. Und dann war ich froh, dass ich lebe. Wie war das denn bei dir heute? Hallo Xoloxi, willkommen. Spricht man deinen Namen genauso aus? Weißt du überhaupt, worum es hier geht? Also es gibt hier jeden Tag einen
nicen Angelstream. Und eigentlich ist der Angelstream just chatting, weil wir hier eigentlich nur talken und so. Und nebenbei tue ich hier in World of Warcraft angeln. Und zwar möchte ich eine Reitschildkröte angeln. Die hat nur 0,06%. Und wir sind jetzt am 11. Tag und haben immer noch nicht diese scheiß Schildkröte. Und ein anderer aus der Gilde hat die einfach schon zweimal einfach so nebenbei beim Farmen für die Gilde bekommen, ohne dass er viel dafür getan hat. So ist die Welt. Unfair. Okay, ich hatte das erst einmal. Ich dachte halt, mein Körper ist einfach abgekackt. Nice. Man könnte auch sagen, Chou Lo Chiu. Aber wir sind ja keine Chinesen. Ich hatte halt erst einmal sowas und dann dachte ich dachte halt, mein Körper wäre irgendwie kaputt jetzt. Das war's mit dem guten Moti. Songs für Liam. Okay, mache ich an. Songs für Liam. Einfach so auf YouTube eingeben. Von den guten alten Kraftclubs. Groovy. Ich mag ja den Frontsänger sehr gerne. Wie heißt der? Kummer. Ich mochte seine Singles sehr gerne. Wie oft hast du denn sowas, Darius-san? Was kommt drauf an? Nicht oft. Oh mein Gott. Das klingt aber schon danach, dass du es aber mal hast, öfters. What the fuck? Aber mit jedem Mal wird es ja ein bisschen gruseliger sein, ne? Was habe ich gerade gesagt? Was? Du hast Spaß dran oder was? Darius will es einfach herausfordern. Ach so. Ja, wenn man das schon kennt, dann ist es ja nicht mehr so schlimm. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt wieder haben würde, dann würde ich wieder Todesangst haben, weil es jetzt schon ein paar Jährchen her ist. Aber wahrscheinlich nicht mehr so wie beim ersten Mal. World of Warcraft soll heute mal gönnen, Mann. Wir sind schon bei Tag 11 und wir haben diese Schildkröte immer noch nicht. Also langsam kann das Ding doch mal droppen, oder? Vielleicht machen wir dann mal einen Angelstream in Minecraft oder so. Oh je, da werden die Punkte abgesprochen.
Interessiert mich aber auch, wie viele Punkte ihr schon habt. Can I call you tonight? Was? Ach ja, voll vergessen. Danke sehr, Darius. Einmal abstimmen da oben. Wird es heute eine super geile Schildkröte geben, ja oder nein? Punkte wurde auf Nein gesetzt. Oh je. Da glaubt ja keiner an die... Oh, 25 auf Nein. 45 auf Nein. Also irgendjemand muss jetzt auf Ja drücken. Sonst gibt's... Okay. Wenn ihr immer mehr auf Nein. Ja, man, 10... Also wenn... die Person, die Ja gedrückt hat, ich hoffe, es gibt halt eine Schildkröte, dann hat sie ein paar Punkte gewonnen. Glücksspiel kann süchtig machen, Leute, aber nicht in Schleswig-Holstein. Aber die Schildkröte hat halt eine Chance von 0,01%. Oh mein Gott, wie viele Punkte habt ihr denn schon? Ich glaube, ich muss die Scheiße höher setzen. Wie habt ihr so viele Punkte? So viel streame ich doch gar nicht. Ja, wahrscheinlich, weil ihr jeden Tag reinguckt, ne? Ach, der Songwunsch. Tut mir leid. Es kommt sofort ein Song. Oh mein Gott, danke schön, Darius. Du bist der beste Moderator auf der Welt. Oh, Johnny. Von Jan Delay. Oder Jan Delay? Er ist ja ein Deutscher. Okay. Wir müssen uns jetzt dieses Video noch anhören. Es tut mir leid. Hey Johnny, wir sind hier ums Piano abzuholen. Is 2000 is deins, man. Is 2000 is deins, man. Den schwarzen Tassen kriegen wir umsonst dazu, oder was? Da ist aber gar keine Action mehr drin. Action, schon bitte. Heute gönnst du mal keinen Sport. Da bin ich ja schon fast ein bisschen traurig. Aber willst du nicht 500 nice Punkte ausgeben? Oh je. Aki hatte gestern vorgeschlagen. Den Song kenne ich. Den hatte ich sogar eben im Kopf, als ich an Old Johnny gedacht habe. Dabei habe ich den nie gehört. Hä? Woher kennt man den? Oh mein Gott, hä? Was passiert hier? Hallo? Ach so, ich war hier hinten drauf. Oh je. Okay, 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 ja. Ja, ja, da steht ja auch 5,5 Millionen. Das ist teuer, mach mal Rabatt. Wieso Rabatt? Wie ist was für Rabatt, hä? Ist heute Rabatt, ist heute Cyber Monday oder was? Monday. Ja, okay, den Song kenne ich. Boah, aber ich habe ewig nicht mehr gehört.
Oder Sport ist Mord. Hier wird kein Sport gemacht. Wow. Danke, Kolinski. Danke, Kolinski, für diesen Beitrag. Es wird sofort getan, ja? Da gönnt jemand. Da gönnt jemand die Hampelmänner. Aber ein bisschen Sport am Morgen vertreibt ja auch die Kummer und die Sorgen. Ne? Nicht, dass ich aber gleich umkomme, weil ich Energie trinke und dann Sport mache. Der erste Live-Tote. War wahrscheinlich nicht. Gab bestimmt schon ein paar. Okay, warte. Wir hören diesen Song zu Ende, ja? Dann machen wir leider geil an. Digga! Ich glaube, der will ein Timeout oder so. Wir hören den Song kurz vorbei. Okay. Dann machen wir leider geil an und zum geilen, leider geil Song werde ich dann den Sport machen, ja? Okay, nice. Von Deichkind wahrscheinlich, ja. Den kennt aber jeder. Es tut mir leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Okay, Sport kommt. Sport geht. Knabber an dem Buntstift, Mama sagt, lass das doch, das entspannt mich. Leider geil. Diagnose Psychose, mir doch egal, denn dann will ich oben aufstehen. Leider geil. Weg mit dem Atom, hörst du sie schreien und ich lade mein Smartphone. Leider geil. Hab endlich einen Job. Das sind die 20 legendären Hampelmänner für den guten Kolinski. Leider geil. Ich dekoriere besoffene Freunde, ist zwar gemein, aber leider geil. Schlecht für den Namen, schlecht für die Nordsee, schlecht für den Kopf, leider geil. Schlecht für dein Karma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 20. Ich mach sie nicht auf, ich schmeiß sie in Müll. Leider geil. Ich stehe morgens auf, der Kaffee schmeckt herrlich, ich leg mich wieder hin. Leider geil. Ich kann gar nicht sehen, alles dunkel, doch Sonnenbrille im Kopf ist. Leider geil. Diese Hampelmänner waren leider geil, oder? Nicht so mein Ding, doch ihre Shows sind. Leider geil. Oh Gott, wer ist diese Schrulle? Neben mir im Bett. Nur gestern Abend. Leider geil. LED unterm Bett, LED unterm Schrank, LED unterm Sofa. Leider geil. Ein Drache und ein Krieger kämpfen auf dem Berg. Airbrush-Gemälde. Leider geil. Guck mal, dieser Kolinski, ne? Der gönnt sich jeden Tag seine Kanalpunkte, die er bekommt, für wenn er wieder in den Stream reinkommt und lässt mich jeden Tag Sport machen. Ich glaube, ich muss das hochsetzen. Ah, mein armes Herz. Ich schaue gerne lang, kenn die Barbara Salisch. Leider geil. Ich kann es mir nicht leisten, alles auf Raten. So. Leider geil. Ich denke dem viel Spaß beim Essen und im Gym. Leider geil. Oh, meine Katze, sie ist leider tot, aber 3 Tage feiern war. Leider geil. Hör auf zu denken, schalt dein Gehirn aus, follow your instincts. Leider geil. Ich hab Bock auf den Burger, Bock auf die Busen, Bock auf das Bier. Leider geil. Kleine Kinderhände, nähen schöne Schuhe, meine neuen Sneakers sind. Leider geil. In diesem das glaube ich auch. Hat niemand gemerkt. Leider geil. Ja, danke Kolinski, danke. Ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an. Sie sind genau. Danke Kolinski, dass du auf meine Gesundheit achtest. Du magst es doch auch. Zumindest einer von uns beiden macht es, ne? Guck dich doch um, sieh sie dir an. Ehrenhaft. Ehren-Kolinski. Leider geil. Ich hoffe, Kolinski macht doch gleich 20 Hampelmänner für mich im Gym.
Ja, das mit Boris Holm, das wird nix. Stream aus dem Gym oder was? Xoloxi, du bist auch leider geil. Xoloxi. Oh je, du willst ja bestimmt nur auf meinen Arsch gucken. Du willst doch nur, wie heißen die nochmal? Nicht Sit-Ups, das andere. Wie heißt das, wo man auf die Knie geht immer? Oh je. Ja, ist mir gerade entfallen. Pengu! Pengu, Pengu, Pengu! Pengu, 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 Pengu! Ich wollte noch etwas für Kanalpunkte machen, dass Pengu so reingelaufen kommt. Dann guckt er dich so an, dann macht er so ein Herz und dann geht er wieder aus dem Bild. Am besten mit dem Namen von der Person dann im Herzen drin. Wäre das nicht mega süß? Wäre das nicht mega süß? Aber ich glaube, das ist schwer umzusetzen. Sehr, sehr schwer umzusetzen. Das müsste man ja dann zeichnen oder so. Ah, Kniebeugen heißt das, genau. Genau. Du willst bestimmt nur, dass ich Kniebeugen mache. Mit Asscam. Ach, wo ist unsere Schildkröte, ha? Huh? Dein Traum, das habe ich mir schon gedacht, ja. Ist das hier jetzt ein Party-Stream? Ach, wir müssen unbedingt noch zur Wohnung. Wir müssen noch das Weihnachtsmannkostüm für 24. holen. Und wir brauchen noch die Partylichter. Und ich brauche meine Softbox noch, aber das Licht ist eigentlich okay, ne? Machst du heute Party? Oh Mann, Darius! Fühlen Sie es, Mr. Darius? Fühlen Sie es, Mr. Darius? Fühlen Sie es? Ich habe einfach noch so viele Sachen aus SpongeBob im Kopf, ne? Das sind einfach die längsten Memes, die ich im Kopf habe. Das sind einfach Memes aus der Kindheit. Genauso wie, ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das! Und 100 andere Memes. SpongeBob war einfach lustig. Aber auch nur die ersten Staffeln. Dieser Typ, der das am Anfang gemacht hat, der wusste einfach, wie es funktioniert. Irgendwann hat er das ja abgegeben und dann haben andere Leute daran geschrieben. Und noch irgendwann ist der Typ leider gerippt. Rest in Peace. Typ, der unsere Köpfe infiltriert hat. Ich muss mal ein bisschen mein Headset laden. Das piept. Das ist so ein Banger, ne? Hörst du den immer noch, Darius? Das ist einer der besten Songs, die ich momentan habe, muss ich schon ganz ehrlich sagen.
Wie zum Beispiel in dem Song, in dem gibt's einfach gar keine Lyrics. Du sagst, es ist zu spät. Aber irgendwie catcht es trotzdem. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen mehr Fick auf Lyrics geben. Ich glaube, dann läuft's auch besser. So wie jeder es macht. Ich glaube, Lyrics, zu viel Lyrics macht Leute einfach. Weiß ich nicht. Die Leute mögen nicht so viel Lyrics. Ich habe mir auch gestern mal den Songtext von dem einen Song von Edo Saya angeguckt. Das sind, weiß ich nicht, das sind 16 Zeilen. Das war's. Oder nicht mal 16, vielleicht waren das nur 8 Zeilen. Wuschig im Kopf. Aber der Song ist einfach ein Banger, wisst ihr? Aber er hat kaum Lyrics. Damals war Rap noch Rap. Da gab's 8 Zeilen pro Strophe, 3 Strophen, 2-mal Hook. Da war jeder Song aber auch ein bisschen gleich, ne? Ich bin der Boy, der G, sick wie Leukämie. So viel Eis auf meiner Chain. Ist einfach auch lustig, wie Moneyboy diese ganzen Sachen sagt und sich so halb darüber lustig macht. Also es ist ja irgendwie belustigende Musik, aber auch irgendwie gute Musik von Moneyboy, der Boy, der G. Er macht sich so ein bisschen über die ganze Scheiße lustig, über die andere Leute, also 90% von Deutschrap ernsthaft rappt. Moneyboy einfach, ne? Und der hat zuerst gemacht. Moneyboy ist einfach der Vorreiter für Rap. Er hat auch mal in einem Interview gesagt, er findet nice, wie er für alle so den Weg geebnet hat. Er findet nice, wie er das so gemacht hat. Er ist einfach der Vater von Deutschrap. Ich hab Javels so wie Dorfbewohner, Digga. Das ist wirklich ein Banger. Wie hat er den schon nur gemacht, ey? Aber jedes Mal, wenn ich ihn höre, muss ich ans Abwaschen denken. Ich glaube, leider muss ich jetzt mein Kack-Outfit hier anziehen und wir dürfen nicht mehr, wir können ja, ich kann ja trotzdem den Anglerhut anziehen. Wo ist der Anglerhut? Da. Denn ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Das war bei unserer Waschhymne, einfach Real Talk. Wo ist jetzt die Angel? Hier.
Ach ja, ich habe eben gar nicht zu Ende geredet. Aki hatte vorgeschlagen, dass ich ein Kanalpunkte-Ding machen soll, wo ich dann, wo wir dann Karaoke-Duett machen. Dann rufe ich den guten Darius an und dann müssen wir im Duett einen Duett-Song im Karaoke singen. Darius, was hältst du davon? Da hast du doch voll Bock drauf, oder? Du als mein Moderator. Hier wird hart gearbeitet. Alter. Aki findet das gut. Ich mach. Weiß ich nicht. Für 5.000, 6.000 Punkte. Mutti singt Duett mit Moderator. Ziranja Piranha. Das ist doch eine gute Idee, oder? Darius hat gar keinen Bock auf die Scheiße. Ich glaube, dafür wird er nicht gut genug bezahlt. Oh je. Darius, man muss hier arbeiten. Arbeit ist Arbeit. Komm, da will er direkt vom Thema ablenken. Okay, cool. Neuer Ausweis. Da musst du vorher zum Friseur gehen und dich herausputzen. Oh je. Da musst du dich mal schön glatt rasieren und dir eine frische Frise machen. Vielleicht so einen Irokesenschnitt. Vielleicht den hier. Damit du auch aussiehst wie ein Rowdy. Fresher denn je. Ich hatte die ganze Zeit, als ich ich habe ja letztens auch einen neuen Ausweis gemacht. Nee, eine neue Krankenkarte, doch, neuen Ausweis. Und ich hatte mir so fest vorgenommen, beim nächsten Ausweis werde ich meine Frise fresh machen, werde ich mir was Freshes anziehen, werde ich ein richtig freshes Bild machen. Aber dann hatte ich Stress mit der Arbeit, wo ich gearbeitet habe. Und die braucht meinen Ausweis irgendwie in zwei Tagen oder so. Und dann habe ich einfach bei einem Scheißautomaten ein richtig hässliches Kackbild gemacht. Und mein Bild sieht jetzt einfach genauso grausam aus wie vorher. Habe ich gut hinbekommen, oder? Mann, jetzt muss ich wieder ewig mit diesem Scheiß-Kackbild rumlaufen. Das ist einfach Kackbild Nummer 2. Ich glaube, man kriegt es nie hin, ein gutes Bild zu machen. Welcome back, Xoloxi. Ich glaube, es ist einfach ein Fluch. Man kann auf dem Ausweis einfach nur kacke aussehen. Nee, wenn ich verloren habe, dann muss... Ja, ich kann ein neues Bild machen, klar. Aber ich muss den Ausweis dann neu bezahlen. Ich kann mir ja auch einfach so einen neuen Ausweis kaufen. Für 80 Euro, wenn mir das Bild nicht gefällt. Ich glaube, 80 Euro waren das. Ja. Kostet Geld. Eigentlich können wir das Bild auch zu Hause schießen. Einfach Spiegelreflex ausleihen, dann Softbox aufstellen und dann ein nices Bild machen. Und einfach so oft Bilder machen, bis es ein geiles Bild ist.
Du musst es für deinen Ausweis bezahlen? Hä, man muss doch gar nicht für seinen Ausweis bezahlen. Der ist doch kostenlos. Zumindest wenn man ihn halt auslaufen lässt und dann wieder einen neuen holt. War das nicht immer kostenlos? Man muss ihn doch nur bezahlen, wenn man ihn verloren hat oder so. Irgendwie bin ich heute sehr langsam. Ich habe erst 68 Dinger. Wir sind nicht mehr bei der... Doch sind wir. Wir sind bei der Hälfte. Ach so, 35 Euro nur. Hä, kostet der nicht 80? Ja, meiner war 2 Jahre oder so abgelaufen. Lol. Darius, du bist genauso ein schlimmer Finger wie ich. Ich hab den ewig benutzt. Das war auch so dumm, ne? Ich durfte, also als noch Caroni Maroni so doll war, musste ich zum Testen gehen. Und dann hat der Typ, also man musste ja ein gültiges Ausweisdokument haben. Eigentlich hat mich jeder so genommen. Die haben alle drauf geschissen. Es geht ja auch nur um das Bild und den Namen, dass da keiner die Statistik fickt. Warum sollte ich mit einem falschen Ausweis dahin gehen, um irgendwie mit falschen Dokumenten mich testen zu lassen? Naja, wie viel Aufwand für so einen Scheiß, aber naja. Und bei dem einen war ich hier beim Famina Parkplatz. Und der meinte dann, er kann mich nicht testen, weil mein Ausweis ausgelaufen ist. What the fuck? Und dann meinte ich zu ihm aber so, ja, und wie soll ich denn ins Rathaus kommen? Ich darf da ja nicht rein ohne dieses Zertifikat, dass ich kein Corona habe. Ja, da konnte er mir nichts zu sagen, aber er hat mich trotzdem nicht getestet. Naja. Dann bin ich einfach zum anderen gegangen, da bei der BZM und habe mich einfach da testen lassen. Aber das war schon stressig, weil ich ewig in dieser scheiß Schlange stand. Und dann meinte er, nö, ich teste dich nicht. Ja, das war auch noch Akis Chef. Aki hat da mal eine Zeit lang gearbeitet. Ja, Das macht gar keinen Sinn, dass ich mich nicht testen lassen darf. What the fuck? Das geht doch um die Sicherheit von jedem, dass ich mich teste. Und er sagt einfach, nein, dein Ausweis ist abgelaufen. Wo Sinn? Wenn ich jetzt Corona gehabt hätte und mich nirgends getesten hätte dürfen, ja, was dann? Dann wäre ich rumgelaufen und hätte alle angesteckt. Ja, Pech einfach. Auch einfach ausgedribbelt. Ich darf ohne getestet zu sein nicht ins Rathaus, darf mich aber nicht testen, weil ich keinen gültigen Ausweis habe. Einfach 404 not found. Einfach ausgedribbelt. Ich kann einfach nichts machen. Aber zum Glück haben ja alle anderen nicht so sehr drauf geachtet. Der hatte einfach, weiß ich nicht. Ja, einfach nur kurz Bescheid gegeben. Also ich glaube, ja, das habe ich ja auch öfters gehabt. Wenn ich irgendwo meinen Ausweis abgegeben habe, haben die gesagt, ey, der ist ein bisschen abgelaufen, mein Freund. Und ich dann so, oh, ich wusste es natürlich, das haben ja einige zu mir gesagt. Ja, man durfte nichts machen. Nichts durfte man ohne das Zertifikat.
Selbst beim Impfen haben die da einen Fick drauf gegeben. Ich war ja mit dem Ausweis auch zwei, dreimal. Nee, wie oft war man impfen? Keine Ahnung mehr. Aber ich war mit dem Ding ja auch impfen. Und da war Militär und alles. Das war ja richtig staatlich überprüft und alles. Da war Militär, da war die Stadt, da waren Ärzte. Aber wenn man erkennt, das bin ich und da steht mein Name drauf, dann ist der Ausweis doch tutti frutti. Es geht ja bei dem Auslaufen des Ausweises geht es ja nur darum, dass man ja dass das Gesicht sich verändert mit der Zeit. Aber man hat noch eindeutig erkannt, dass ich das bin. Ja, ich bin auf einmal eine andere Person. Sie sind das nicht. Ich weiß aber nicht, wie lange mein Ausweis ausgelaufen war, aber auch ein, zwei Jahre. Aber ich habe das wirklich erst nach so eineinhalb Jahren gesehen. Ich habe da drauf geguckt und dachte mir, oh, ups. Und dann bin ich damit halt immer noch ein halbes Jahr oder so rumgelaufen. Weil ich vielleicht auch ein bisschen faul war und ein bisschen keinen Bock auf die Scheiße hatte. Ich habe nie den richtigen Zeitpunkt gefunden. Und bei der Arbeit musste ich dann einfach. Die hat den richtig Trouble gemacht. Der eine hat sogar eine Abmahnung bekommen, der mich eingestellt hat. Weil der mich eigentlich gar nicht hätte einstellen dürfen wegen meinem Ausweis. Ups. Aber ich verstehe auch nicht ganz warum. Und dann hatte ich Glück, ich habe halt die Stadt angerufen und die hatte mir dann einen Tipp gegeben, dass ich irgendwie mitten in der Nacht oder um 5 Uhr morgens auf die Seite von der Stadt gucken muss, weil wochenlang überall alle Termine besetzt waren. Und dann war ich irgendwie random um 2 Uhr nachts auf der Seite und dann war da ein freier Termin, ganz früh morgens. Habe ich mir den direkt gegönnt. Am selben Tag hatte ich den dann. Das war richtig Glück. Sonst hätte die Frau auch einfach Pech gehabt. Und die Frau am Telefon von der Arbeit meinte noch so, ja, sie müssen unbedingt zur Stadt und so, sonst können wir Probleme bekommen, dann bekommen sie Probleme. Aber ich wusste ganz genau, Digga, nur die bekommen Probleme. Ich habe damit nichts zu tun. Die haben mich eingestellt und die haben dann den Scheiß Ärger. Aber sie hat es natürlich so dargestellt, dass ich dann auch voll die Probleme bekomme, damit ich halt Stress habe. Aber ich war kein böser Moti und habe das dann für die gemacht. Wie die versucht hat, so auf mich versucht auf mich einzureden und meinte dann so, boah, sie bekommen voll Stress und das geht ja gar nicht und das ist voll schlimm und so. Aber ich wusste ganz genau, was juckt mich das auch? Was juckt mich das? Ich werde keinen Stress bekommen. Die hätte richtig Stress bekommen von ihrem Chef oder so. Ja, ich hätte keine Probleme bekommen. Ich war raus, ich habe da auch schon gekündigt gehabt, ne? Die haben mich eingestellt, ich habe für die gearbeitet. Das war deren Versäumnis, ja. Und ich weiß auch nicht mehr, was daran so wichtig war. Ich meine, bei dem anderen haben wir doch auch gearbeitet, ganz normal, und auch mit dem Ausweis. Die hatte einfach ein bisschen Angst bekommen dann, ne? Aber ich habe das für sie dann gemacht. Ich will ja auch nicht, dass Leute was Schlechtes passiert. Aber ich fand schon sehr, sehr frech, dass sie das so dargestellt hat. Als wenn ich dann Ärger bekommen hätte. Dass mit mir irgendwas... Sie konnte mir ja nicht mal sagen, was dann passiert. Einfach nur um Druck zu machen. Aber das funktioniert bei mir nicht. Ich bin kein kleines Kind. Selbst bei kleinen Kindern funktioniert das meistens nicht. Okay, bei kleinen Kindern funktioniert das vielleicht. Aber auch nicht immer.
Was meinte Darius mit der Arme? Der ist hier arm. Ja, genau. Die ersten Male funktioniert es, aber man lernt ja auch dazu. Der Typ, der seine Abmahnung bekommen hat, ja, der Arme. Finde ich auch. Bisschen überzogen. Aber die Frau war ja auch krass am Bienen, ne? War sie ja bei mir auch. Der arme Boy. Ich verstehe es ja auch nicht. Ich habe davor ein halbes Jahr mit dem Ausweis gearbeitet. Warum sollte das auf einmal ein Problem sein? Aber jetzt habe ich einen freshen neuen Ausweis, Leute. Jetzt habe ich einen freshen neuen Ausweis. Der Ausweis-Talk einfach. Vielleicht habe ich das Bild sogar hier. Ne, ich habe das alte Bild. Guckt. Moment. Nein, das ist falsch. Hä? Ach, da. Peace. Hier. Da. Das war mein altes Ausweisbild. Schaut euch diesen Jungen an. Ist er nicht wunderschön? Das bin ich. Ja, okay, vielleicht inzwischen erkennt man es nicht mehr so richtig. Aber... oder? Erkennt man mich? Meine kleinen, winzigen, trüben Augen. Ohne Brille mehr, ja, ne? Meine Brille verändert mein Gesicht schon sehr. Aber ich liebe meine Brille. Jeder sollte so eine geile, schöne, runde Harry Potter Brille haben. Die sind einfach fresher denn je. Aber das neue Bild ist auch nicht besser. Ich würde sagen, das neue Bild ist vielleicht sogar noch bescheuerter. Aber ich habe das hier gerade nicht. Nee, ich finde das nicht. Man sieht eine gewisse Ähnlichkeit. Dankeschön. Was ein Süßi. Danke, danke, danke. All diese lieben Wörter. Boah, ich kann damit hier gar nicht umgehen. Oh mein Gott, ihr seid so goldig. Darius, wann holst du dir so eine frische Brille? Du brauchst eine neue Brille, Mann. Glaub mir einfach. Deine Brille ist voll von 10 Jahren. Okay. Darius, geh mit der Zeit oder geh mit der Zeit. Einfach Darius einreden, er braucht eine neue Brille. Einfach so, ohne Grund. Ah, ich bin froh, dass ich... Okay, cool, cool. Ich bin froh, dass ich nicht mehr meine alte Brille anhab. Diese in Anführungsstrichen schon fast 3D-Brille. Diese typische Nerd-Brille damals. Ich bin so froh, dass ich die nicht mehr habe. Ich habe die ewig getragen, aber die sah so scheiße aus eigentlich. Ich sah mit der so scheiße aus. Und Kima, niemand hat mir gesagt, dass ich scheiße aussehe, Mann. Aber ich habe ja auch nie was an mir gemacht, ne? Ich hatte ein bisschen Angst, was an mir zu verändern. Nicht, was das Leute noch denken, dass ich komisch wäre. Aber genau deswegen war ich komisch, weil ich dachte, dass ich komisch wäre, wenn ich mich nicht verändere. Und dadurch sah ich halt die ganze Zeit aus wie ein Schlumpf. Ja, Psychologie und so, ne? Jetzt sehe ich ein bisschen fresher aus als damals. Man wird ja auch erwachsen, ne? Ich muss dann unbedingt zum Friseur. Mit meiner Justin Bieber Frisur wieder loswerden. Ich muss sie halt so tragen, sonst habe ich Haare in der Fresse. Ja, ich versuch's, ne? Ich versuche ein bisschen was aus mir zu machen. Ich versuch's.
Es ist halt Real Talk so. Du musst halt ein bisschen gut aussehen, damit du akzeptierter bist. Damit Leute halt, ja, mehr auf dich zugehen und so. Und damit, ja, du wärst halt einfach, du bist einfach akzeptierter, wenn du gut aussiehst. Und deshalb muss man halt ein bisschen darauf achten. Ich habe meine ganze Jugend nur einen halben Fick drauf gegeben. Aber inzwischen muss man mal ein bisschen was machen, ne? Es gehört ja auch dazu, Sachen dann dabei auszuprobieren. Dann sieht man halt ab und zu mal scheiße aus, weil man das Falsche ausprobiert hat. Da sieht man halt ab und zu scheiße aus, aber man probiert Sachen aus und man muss halt auch einfach auch dann das Selbstbewusstsein ausstrahlen, dass man halt ein bisschen Fick gibt, dass man gerade ein bisschen behindert aussieht. Aber eigentlich spielt man das ja nur, ne? Aber muss man halt machen. Und dann, man entwickelt sich halt. Ich habe mich halt in meiner Jugend nie ausprobiert mit Styles und sowas. Ich habe nie irgendwas gemacht. Das muss ich dann halt jetzt machen. Boah, du hast morgen frei, Aki. Nice. Ja, Mann, da hatte ich. Was denn? Ich zeig es im Stream, okay? Gib mir hier weg! Hier wird gearbeitet! Leute, ne? Immer diese Frauen, die einfach bei der Arbeit stören. Hier, ich mach Bildschirm. Guck hier, der Bad Boy Moti. Oh Gott. Das war einer der ersten Male, wo ich mal ein bisschen was an meiner Frisur gemacht habe. Und das war auch nur so just for fun, aus Spaß. Schaut euch diesen Moti an. Oh je. Aber mit dem Face, ne? Ich mache immer den. Dieses behinderte Lächeln. Ja, das sieht schon süß aus, oder? Aber diese Frisur hat halt nur in 3 Sekunden gehalten. Und diese Frisur ist auch ein bisschen weird. Da wäre Aki für mich gefallen. Das war der Tag mit dem Karton. Oh je. Hätte ich tragen können. Ja, der alte Moti hat sich aber sowas nicht getraut. Haarspray. Ja, da muss man umgehen können mit. Mir hat nie mein ganzes Leben nie jemand gezeigt, wie man sowas überhaupt auch tut. Das sind ja auch halb Geheimnisse, wie man gut aussieht. Wie man Haarspray benutzt, wie man Freshe Friesen macht und sowas. Ich habe gar keine Ahnung. Wenn ich beim Friseur bin und der schneidet mir meine Frisur und dann gilt er die, dann denke ich mir auch, boah, ich sehe aus wie der heftigste Typ auf der Welt. Aber dann, einen Tag später, wenn der Haarspray draußen ist und ich Haare gewaschen habe, ja, dann sieht es halt wieder casual aus, ne? Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Ich habe es ja mal versucht eine Zeit lang mit Haarspray. Hat nicht funktioniert. Ja, dafür müssen wir aber erstmal wissen, müssen uns erstmal wissen, Moti hat Gehirnfehler. Anschaffen. Ich sag jetzt einfach anschaffen. Wir müssen uns Wissen anschaffen, genau. Aneignen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Der legendäre Tag mit dem Karton. Kurze Storytime für Aki. Wir waren da halt
in unserem Start-up, sag ich jetzt einfach mal. Und dann haben wir da immer über den Computer einfach Musik angemacht und haben richtig bescheuerte Musik gehört. Und dann hat man ganz kurz unser Autism gekickt und wir haben rumgedanced und sind rumgesprungen und sowas und haben halt dumme Scheiße gemacht. Und dann ist Darius, hatte kurz einen richtigen Autismus-Moment und ist ein bisschen sehr ausgerastet und ist dann in so einen Karton reingesprungen und hat sich da so reingestellt und hat dann da so bescheuert rausgeguckt. Und genau in dem Moment kam dann halt einer unserer Vorgesetzten rein, Ralf. Und und der dachte sich wahrscheinlich, was ist hier los? Warum ist Darius in diesem Karton drin, ne? Oh Mann, genau in dem Moment kam er rein, wo Darius seinen Autismus gekickt hat. Ich glaube, der ist auch direkt wieder gegangen, oder? Ja, wir hatten da super viel Autismus und sehr viel Spaß. Ich habe 20, 30 Räume hier im Glas. Das Zimmer sind frei. Frei. Darius, du solltest. Aki will ja unbedingt im Januar ins Fitnessstudio gehen. Oh mein Gott, ey. Ich habe da jetzt schon gar keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf die Leute. Ich habe keinen Bock auf den Sport. Aber, Darius, du solltest mitkommen. Wir müssen uns aufpumpen, Mann. Wir müssen fresher denn je werden. Wir werden die neuen Hooligans. Spaß. Wir müssen fresher denn je werden, Darius. Wir machen einfach die Style- und Körpertransformation in einem Jahr zum Traumkörper. Ich glaube da zwar auch noch nicht so ganz dran, aber man muss durchziehen. Und zu dritt haben wir unseren persönlichen Space, weißt du? Dann können uns alle anderen egal sein. Wir machen einfach unser Ding und haben halt keinen Spaß, aber halt Sport und so. Weil zusammen macht das wahrscheinlich viel mehr Spaß und, also was heißt Spaß? Es ist wahrscheinlich viel einfacher, es zusammen zu machen. Da kann man sich auch absprechen mit Ernährung und Proteine und so und die Sportübungen und all so ein Scheiß. Ja, weil man sich gegenseitig motivieren kann. Es ist Moti, Master of the Internet. Ja, es ist nicht nur ein 1 versus 1 mit dem Mind, sondern es ist auch, man muss die Blicke ertragen und so. Man muss die Leute dort auch ertragen, ne? Und zusammen hat man halt mit jeder Person, die dazukommt, ist Selbstbewusstsein ein bisschen hochgedreht. Das Lauchbattle, genau. Darius, in einem Jahr, ich gebe es einfach Traumkörpermann ein. In einem Jahr. In einem Jahr sehen wir so aus, okay? Das sind wir in einem Jahr, Darius. Das sind wir in einem Jahr. Die Boss-Transformation einfach. Schau dir das an. Das sind einfach wir. Stell dir vor, wir hätten so einen Körper. Oh mein Gott. Aber am besten unser Kopf bleibt so gleich, bleibt einfach so lauchig. Das wäre doch funny, oder? Darius, das sind wir in einem Jahr. Dann sind wir die aus. Ich denke schon wieder an SpongeBob, ne? Denn diese, wo in der Muckibude, wo die da mit dieser Krabbe, die ganzen Leute da, so welche sind wir dann? So richtig harte Leute. Photoshop war ein Joke. Ja, in einem Jahr können wir dann ein Bild von unserem in einem Jahr werden wir das nicht schaffen. In einem Jahr werden wir schon fresh aussehen,
Aber ich glaube, ich will auch gar nicht so aussehen wie das, was ich euch gerade gezeigt habe. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu krass. Aber dann können wir in einem Jahr dann so unseren Kopf von heute da rein photoshoppen. Und dann können wir sehen, wie wir dann aussehen. Aber müssen wir durchziehen, Mann. Sport, Sport, Sport. Richtig schönes Gymballern. Jeder fängt klein an. Aber wenn wir durchziehen, dann kriegen wir auch Respekt von den Leuten im Gym. Die sehen das ja. Und irgendwann nehmen wir die alle hops. Da wird ein Song gewünscht. Von Salatschrumpf der Bizeps oder was? Nee, SpongeBob. Zeug, okay. Okay, okay, das ist ein Song. Okay. Moment, ich mach den jetzt aber trotzdem nur. Das sind 40 Sekunden. Ich mach das auf groß, ja. Ich brauch das nicht. Ich brauch das ganz und gar nicht. Ich brauch das nicht. Ich brauch das nicht. Oh je. Okay, okay. Nice. Nicer Dicer. Das war ein guter Song. Danke für den Song, Darius. Und dann haben wir auch den Körper, um Rapper zu werden, weißt du? Es ist der Big Boss im seidenen Mantel. In jeder Hand eine Hantel. Und die Bitches tun sich anstellen. Und die Bitches tun sich anstellen. Einfach ein Spit. Ich hab grad einfach ein Spit nebenbei gemacht, Mann. Der Spit in Emoji. Darius kann seine Punkte nie sparen. Ja, Aki hat einfach eisern ihre Punkte gesammelt, ne? Als ob ihr jetzt schon 4000 Punkte habt. Wie viele Tage hat das jetzt gedauert? Wann hatte ich die Punkte eingeführt? Drei, vier Tage, ja, ne? Was für Pappaufsteller? Wir können doch keinen Pappaufsteller machen. Ihr kriegt zwei schöne Bilder, DIN A4. Pappaufsteller einfach. Im Pappaufsteller brauche ich 20.000 Punkte. Ja, Pappaufsteller ist ein bisschen teuer, Leute. Gerade wenn man den customized, da muss ich erstmal 80 Twitch Prime Subs reinkriegen hier. Was? Das ist ja noch bis Juli. Einfach ein Darius im Hintergrund. Oh je. Dann kann ich mal mit Darius reden, wenn er nicht da ist.
Hab ich heute eigentlich Raid? Ich muss mal kurz gucken. Ich muss mal kurz gucken. Haben wir. Nee, boah, erst am 22. ist wieder Raid. Ich hab jetzt wieder frei. Leute, ich hab frei. Ja, ich hab frei. Freiheit. Weiß ich nicht, wir müssen gleich einkaufen gehen, ne? Ich guck jetzt, was ein Custom-Pappaufsteller kostet, ja? Wie hoch ist denn so ein Darius? 185 cm? Und wie breit ist so ein Darius? Wie breit ist man? Ja, einkaufen einfach. Wir müssen fast jeden Tag einkaufen, weil wir halt keinen Kühlschrank noch nicht haben. Wie breit ist jetzt so ein Darius? Habe ich hier ein... Ich habe hier doch ein Dings. Ach, hier unten. Dann guck ich mal. So, oder? Circa 60 cm breit. 60 cm breit übernehmen. Was für geschlossene Konturen, was wollen die von mir? Was wollen die von mir? Ach so! Die wollen für einen Pappaufsteller 170 Euro haben. Ach so! Ich glaube, ich muss auf eine andere Seite gehen. Ja, Pappaufsteller sind nicht günstig. Das ist halt das Problem. Die sind arschteuer. Display, meinst du die Marke Displays? Da kann man ja alles machen. Aber Displays kosten auch 30 Euro oder so. Hier ist ein Pappaufsteller lebensgroß für 70 Euro. Das ist aber auch schon viel Geld, ne? 70 Euro einfach für einen Pappaufsteller. What the fuck? Ist doch nur Pappe. Wir müssen mal im Copyshop gucken, was einfach Pappe bedrucken kostet. Dann kann man den auch selbst ausschneiden und so. Der einfach der Custom, der Customized Pappaufsteller.
Wir hatten ja früher vor, einen Papst-Pappaufsteller zu kaufen oder so, wenn wir in die WG ziehen, aber haben wir nie gemacht. Und dann sollte der Papst ja das WLAN-Passwort halten. Was kostet der auf Amazon? Ja, so ein Aufsteller vom Papst kostet nur 50 Euro. Nur 50 Euro. Aber ist halt nicht selbst gemacht, also ist ja nicht für einen angefertigt. Richtung Boden bewegt. Haben wir jetzt eigentlich alle Fische mal hier? Ich tue das mal sortieren. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Ein, zwei. Tatsächlich, nur noch drei Stück. Wir haben es gleich geschafft. Nur 20 Minuten überzogen. Und die scheiß Schildkröte kam einfach immer noch nicht. Och Mann, diese Schildkröte, ne? Ja, Aki, dann kannst du ja jetzt mal Punkte für andere Sachen sparen, ne? Wie zum Beispiel dieses nice Feature. Leute, dieses Feature wurde noch nicht einmal genutzt. Ich weiß nicht, was ist los mit euch. Ich werde das den ganzen Tag nutzen. Detmutti sagt, Aki ist süß. Süß, oder? Leute, das ist einfach das Feature. Ist das zu teuer? Muss ich das günstiger machen? Oi. Aki Fuchs sagt, Moti ist Gelil. Okay. Danke, Aki. 200 Punkte für diese Nachricht. Ja! Aki, fühlt es sich an, dafür 200 Punkte ausgegeben zu haben? Aber süß, dankeschön. Dafür kriegst du von mir ein Free. Pengu hat dich lieb, okay? Komm, Pengu. Pengu! Pengu hat Aki lieb. Süß, oder? Nur noch 3,8k. Oh je. Pengu, Pengu, Pengu! Ach, ich bin fertig. Ich bin fertig. Ein sogar zu viel. Weg mit dem Scheiß. Pengu muss geputzt werden. Pengu wurde heute schon geputzt. Aber okay. Dafür, dass er gestern nicht geputzt wurde... Der stinkt bestimmt immer noch, da reicht eine Wäsche nicht. Pengu wurde geputzt. Lucky, lucky, girl, 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 girl. Okay, my friendos. Es war mir eine Ehre, für euch zu streamen, würde ich sagen. Pengu, Pengu, Pengu! Es war ein erfolgreicher Stream. Ich war am Anfang sehr müde. Dann habe ich aber meine Energie getrunken, der jetzt leider leer ist. Ich hätte jetzt gerne noch einen. Ich habe heute wieder Sport gemacht für den guten Kolinski, der meine Gesundheit achtet. Also war nicht da. Das ist ganz wichtig noch zu erwähnen. Pengu wurde heute geputzt, nicht so wie gestern.
Ja. Und ihr seid einfach punktereich. Ihr habt einfach mehr Punkte als die Polizei erlaubt. Wir lösen jetzt auf. Nicht vergessen, ich muss auflösen. Wo komme ich ins Dashboard? Später Dashboard, bin ich da richtig? Kleinen Moment. Ergebnis wählen. Leider gab es heute keine Schildkröte. Da sind eure Punkte. Okay, kann ich. Habe ich noch nicht ausprobiert. Reich! Habt ihr Punkte gewonnen? Kann ich mir angucken, wer was gewählt hat? Ne, nicht richtig, ne? Ach, 115 Sterne geht an Xoloxi und Tirania. Herzlichen Glückwunsch, Tirania. Herzlichen Glückwunsch, 18 Punkte. Oh je. Scan, okay. Ja, aber das war's jetzt, Leute. Es war meine Ehre für euch zu streamen. Morgen um dieselbe Uhrzeit dann wieder, ne? Um 18 Uhr. Bye, bye. Es war ein wunderschönes Gespräch heute. Tschüss. Küsschen aufs Nüsschen. Und wir sehen uns in dem nächsten Fitnessstudio, ne, Darius? Traumkörper und so. Bye, bye.